Mein Name ist Matthias Pfützner, bin bei Rettet im vertriebsunterstützenden Bereich für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig für Cloud Computing. Wir haben uns das Thema gewählt, welchen Effekt eine offene Architektur auf die Wettbewerbsfähigkeit hat. Ich will das versuchen, exemplarisch darzustellen, um mal herzuleiten, warum wir überhaupt diese Fragestellung haben, daran, was wir denn technologisch dahinter verstehen oder was technologisch damit im Gesamtkontext immer wieder auftritt. Und ich habe einfach mal eine Standardpräsentation von uns genommen und werde nicht die Folien beschreiben, sondern ich werde einen Fließtext dazu sprechen. Hintergrund für die ganzen Dinge, die wir sehen, ist, und das ist, glaube ich, technisch von jedem verstanden, die Anforderungen an uns werden immer größer, an uns IT-Provider, IT-Dienstleister. Und sie werden dadurch größer, dass wir eben weitaus mehr technologische Möglichkeiten bekommen haben im Laufe der Zeit. Und diese technologischen Möglichkeiten es uns dann auch, wie wir es eben schon wieder in verschiedenen Formen gehört haben, zwingen, uns mit Aspekten auseinanderzusetzen, die wir ganz ursprünglich vor 20, 30, vielleicht auch 40 Jahren in der Form gar nicht gesehen haben. Was haben wir denn, wenn wir eine Cloud-Infrastruktur aufbauen? Womit haben wir es zu tun? Was ist das, was nachher dann von unserer Seite aus als sogenannte Open Hybrid Cloud betrachtet wird, beschrieben wird, was uns dazu bringt, das als eine Lösung oder einen Weg zu sehen? Wir hatten ganz klassische Anwender, die irgendwie Dienste beziehen wollen, die dann was gehört haben und vielleicht dann auch einen Wunsch haben, das auch auf einer Public-Ebene zu betreiben. Amazon kam ins Spiel mit einem EC2-Umfeld, Google inzwischen und Konsorten für unterschiedlichste Anwendungsszenarien. Dann sind Anforderungen gewachsen, dass wir mehr liefern müssen. Also die Anforderungen sind gewachsen in verschiedenster Form. Das Ganze wird noch komplexer dadurch, dass wir noch weitere Spiele mit ins Spiel bekommen haben. Nachdem dann die öffentlichen Anbieter da waren, wollten wir dies auch bei uns im eigenen Rechenzentrum mit ins Spiel bringen und uns darum kümmern. Dann muss das Ganze auch noch in irgendeiner Form verwaltet werden. Wir haben es also mit wirklich vielen Elementen zu tun, die Sache komplex machen. Kurz gesagt, die Anforderungen überschreiten typischerweise das, was wir liefern können, was wir standardmäßig liefern können. Wir hinken nach wie vor also immer noch hinterher und sind einfach nur noch Erfüller von Anforderungen und können nicht wirklich in den Driver-Seat kommen, wie man das mal genannt hat, um tatsächlich uns dahin zu begeben, auch all die Aspekte, die wir eben gehört und angesprochen haben, abdecken, adressieren und bearbeiten zu können. Wenn wir vielleicht uns jetzt mal zurückziehen und sagen, was sind denn die Dinge, die tatsächlich als Lösung gesehen werden? Auch das wurde ja nun mehrfach angesprochen, Open Source Software, das größte Unternehmen auf der Welt, was sich mit Open Source Software ein Business geschaffen hat, im Milliarden-Dollar-Umfeld momentan ist Rettet, da brauchen wir nicht viel drüber sprechen. Aber wir basieren auch das natürlich auf Open Source Software, auf den entsprechenden Prinzipien und vertreten die auch weiter. Und dann kann man natürlich sagen, wir können diese Elemente, die dort zur Verfügung stehen, an den unterschiedlichsten Teilen in das komplexe Bild, was ich eben dargestellt habe, mit einfügen und basierend auf den Elementen dann die entsprechenden Aufgaben angehen, versuchen zu lösen. Auf der Infrastrukturebene, auch dann unterschiedlich auf der Management-Ebene für die Umgebungsgeschichten, da sind immer wieder mal ein paar Produktnamen drauf, das ignorieren wir hier heute, wir machen ja keine Slideshow von uns. Und wenn wir das dann tatsächlich sehen, haben wir die Möglichkeit geschaffen, dass wir eben mithilfe dieser unterschiedlichen Elemente an unterschiedlichsten Teilbereichen ansetzen können, anfangen können, uns dem Problem zu nähern. Wir alle wissen das, dass wir bei der Virtualisierungstechnologie, Stichwort Hypervisor, verschiedenste Anbieter haben, die benötigt werden, um tatsächlich Cloud-Dienste anbieten zu können. Es gibt Alternativen dafür. Wir haben das gleiche Problem beim Verwalten der entsprechenden Umgebungen, die wir dort haben. Auch da gibt es natürlich Lösungen dafür. Oder wir haben es dann, wenn wir es weiter betrachten, natürlich auch auf der wachsenden Seite, wenn wir mehrere Systeme hinzubekommen, dann haben wir nachher hier rot dargestellt ein paar Systeme, die sich um die gesamte Verwaltung der Geschichten kümmern müssen. Auch das muss kontrollierbar sein. Auch da wollen wir natürlich keine proprietären Lösungen haben. Und dann haben wir natürlich auch das, was bekannt ist, wurde vorhin auch schon angesprochen, als eine Lösungsmöglichkeit im Aufbau von Cloud-Umgebungen, die OpenStack-Technologie beziehungsweise der OpenStack, Organisationsansatz. Für mich ist die OpenStack-Geschichte, ich sag's mal so, relevant und wichtig. Sie wird aber in der Geschäftswelt aus anderen Aspekten als wichtig betrachtet, das ist jedenfalls meine Wahrnehmung, als die, die wir momentan hier gerade besprochen haben. OpenStack für mich ist wichtig, weil es einen offenen Standard definiert. Dort sind im ersten Schritt die Standards definiert worden, wie die Elemente für Cloud Computing miteinander sprechen müssen. Wie also der Compute-Teil mit dem Storage-Teil zu sprechen hat, wie die Management-Frameworks mit den entsprechenden Einheiten zu sprechen haben. Dort ist im ersten Schritt nicht festgelegt worden, mithilfe von Open Source, wie diese Dinge zu implementieren sind.
Das muss man ganz deutlich sagen, denn wir sehen auch Implementierungen von Teilfunktionen in OpenStack-Umgebungen, die auf Proprietärlösungen aufbauen. Da gibt es im Storage-Umfeld eine NetApp, die eine OpenStack-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Da gibt es eine VMware, die auf der Compute-Seite Schnittstellen, die OpenStack-kompatibel sind, zur Verfügung stellen. Das sind dann Elemente, wo wir uns nachher wieder die Frage stellen müssen, vertrauen wir denen oder ist dann OpenStack per se schon mal die Lösung, selbst wenn sich dann unten drunter irgendwas verbirgt, was wir nicht als Open Source kontrollieren können oder wo wir dann tatsächlich Vertrauen aufbauen müssen. Das ist dann die spannende Frage bei dem OpenStack-Ansatz. OpenStack per se, wichtig, und das hatten wir vorhin angesprochen, weil es eben eine offene Definition darstellt, wie diese Dinge miteinander kommunizieren können und kommunizieren müssen. Das als kurzen Beispiel. Wenn man dann die gesamten Dinge zusammenbaut und die entsprechenden Teilbereiche, die man braucht, sieht, dann wird das ein relativ komplexes Bild. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Aspekt, auf den ich hier momentan im ersten Schritt mal hinweisen möchte. Wir haben dann zusätzlich auch noch die Datenspeicherungsaufgaben. Auch da müssen wir uns Gedanken drüber machen, wie wir die Dinge abspeichern und wo wir sie hinlegen. Dann kommen wir auf die Anwendungsszenarien. Bisher haben wir uns in diesen ganzen technischen Folien damit beschäftigt, wie die Infrastruktur aussehen könnte. Wir wollen uns aber auch mit den entsprechenden Anwendungsszenarien in irgendeiner Form auseinandersetzen. Auch da wollen wir natürlich gerne Systeme haben, die offenen Quellcode haben, die Open Source sind, um kontrollieren zu können, dass innerhalb der Anwendungsszenarien, die wir dann tatsächlich nutzen, sich vielleicht nicht irgendetwas versteckt, was wir nicht kontrollieren können. Auch da gibt es dann gegebenenfalls Möglichkeiten zu Lösungsansätzen. Wichtig also ist es, wir haben es in einer Cloud-Umgebung, und dann kommen wir nachher zu dem Punkt, warum wir eine Open-Hybrid-Cloud für attraktiv oder für wichtig halten, mit vielsten oder mit den unterschiedlichsten Herausforderungen und Anforderungen zu tun, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Wir haben es mit Abgrenzungen zu tun, sogenannte Container-Technologien vielleicht, die aus Sicherheitsgründen eingesetzt werden können. Wir haben es mit diversesten Anwendungsszenarien zu tun und Schnittstellen zu tun. Wir haben es mit den unterschiedlichsten Softwarekomponenten zu tun. Und das wird, je mehr wir in die Cloud gehen, umso komplexer, weil nämlich durch Cloudifizierung in Anführungszeichen der jeweilige Cloud-Anbieter die Use Cases seiner Nutzer abdecken muss. Der wird also weitaus mehr zur Verfügung stellen müssen, als wir auf unserer dedizierten Lösung bei uns in unserem eigenen Rechenzentrum bisher zur Verfügung gesteckt haben. Damit können Interoperabilitätsprobleme entstehen oder wir können gezwungen werden, Dinge dort betreiben oder nutzen zu müssen, von denen wir nicht ganz genau wissen, wie sie miteinander zusammenspielen. Und das zieht sich durch die gesamte Ebene durch, angefangen von der, ich sag's mal so, Hardware. Es gab ja sogar auch Aussagen darüber in dem Kontext der NSA-Affäre, ob vielleicht so ein klassisches BIOS in einem Maschinen oder in einem PC korrumpiert worden sein könnte. Das ist bisher noch nicht so hundertprozentig geklärt, ob man auf der Hardware-Ebene dann schon vielleicht Probleme entstehen könnten. Aber wir sehen, wir haben ein komplexes Lösungsportfolio zu adressieren und wir müssen uns mit vielen, vielen Punkten auseinandersetzen. Wichtig dann dabei ist, und das ist ein Teil, der in dieser ganzen Debatte vielleicht auch an einigen Stellen noch nicht so richtig adressiert worden ist oder vielleicht vergessen worden ist. Wir müssen das Zeug ja auch lebenslang oder eine ganze Weile lang betreiben. Wir müssen uns also auch Gedanken darüber machen, dass wenn wir uns mit neuen Lösungsansätzen auseinandersetzen, mit neuen Lösungen in die entsprechenden Umgebungen gehen oder für die entsprechenden Bereiche was angehen, dass wir die auch über einen entsprechenden Lebenszyklus der damit entstandenen oder entwickelten oder betriebenen Anwendungsszenarien auseinandersetzen müssen. Das ist also alles nicht nur ein rein technisches Problem, sondern das hat auch ein Prozessabbildungsproblem, das hat ein entsprechendes rechtliches Problem gegebenenfalls dabei, etc. etc. Wie können wir diese ganzen Dinge im laufenden System adressieren? Und da gehe ich im Prinzip mal hier über ein paar Folien weiter, weil wir sehen, das Ganze wird relativ komplex. Wir haben es also im Prinzip im Cloud-Computing-Umfeld, und auch das dürfte nichts wirklich Neues sein, mit drei Ebenen zu tun, auf denen wir uns damit auseinandersetzen dürfen oder auseinandersetzen müssen. Mit der klassischen Infrastruktur-as-a-Service-Lösung, dann mit einer Plattform-as-a-Service-Lösungsportfolio und dann mit den Diensten, die innerhalb dieser entsprechenden Plattform entwickelt wurden und zur Verfügung gestellt wurden. Früher nannte man das Software-as-a-Service, hier steht jetzt mal Cloud-Apps und Workloads mit darüber. Das sind Dinge, die viel an uns fordern und mit denen wir halt tatsächlich uns auseinandersetzen müssen. Und was ist denn sozusagen eine mögliche Herangehensweise, um sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen? Und da gucke ich mal, wo die entsprechende Folie dann hier kommt. Ich glaube, da bin ich im Prinzip schon im Großen und Ganzen drüber gegangen. Wichtig ist es im Prinzip, dass wir uns mehrere Ablaufszenarien dabei überlegen. Und das ist dann der für mich wichtige Punkt dabei. Was bringt uns das denn? Wir haben gesehen, wir haben
Anbieter in der Öffentlichkeit, sogenannte Public Cloud-Anbieter. Wir haben traditionelle IT, die wir bei uns im Haus haben. Und diese Dinge wollen wir in irgendeiner Form oder sollten wir vielleicht in irgendeiner Form verheiraten. Um dahin kommen zu können, dass wir diese Dinge verheiraten können, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, einen Ansatz zu betreiben. Ich kann mich da hinsetzen und sagen, ich fange bei mir in meinem Rechenzentrum an, alles neu aufzubauen. Klassischer Greenfield Approach, der dann partiell unterstützt wird durch Technologien wie OpenStack. Aus meiner Sicht ist OpenStack eben eine Greenfield-Umgebung, weil wir dort nicht wirklich hineinmigrieren können. Wenn wir die aber nun als Greenfield-Umgebung betreiben wollen, haben wir unter Umständen ein Problem in unserem gesamten Ablauf, weil wir in irgendeiner Art und Weise die alten Instanzen, die alten Lösungen, die alten Dienste, die wir anbieten, auch weiter betreiben müssen. Da kommt dann der Begriff Hybrid ins Spiel. Wir wollen diese Dinge also miteinander verheiraten. Wir wollen die zusammenbringen können. Um sie zusammenbringen zu können und nebeneinander parallel betreiben zu können, brauchen wir ein Werkzeug, was diese beiden Systeme, das alte und das neu aufzubauende, dann gemeinschaftlich verwaltet, gemeinschaftlich adressiert, damit wir uns in die Lage versetzen können, Migrationen durchführen zu können, Dienste nach unseren internen Abläufen, dann tatsächlich von einer eventuell alten Plattform auf die neue Plattform, der wir dann mehr Vertrauen bewegen zu können. Wenn wir uns dahin begeben, dass wir diese Dinge tatsächlich dann auf die Art und Weise durch einen Meta-Manager adressieren, wir nennen das bei uns einen Manager der Management-Systeme von entsprechenden Umgebungen, dann müssen wir uns darüber auch Gedanken machen, dass dieses Werkzeug gegebenenfalls eben nicht nur unsere in unserem Rechenzentrum vorfindende IT adressieren kann, sondern sich eben auch mit entsprechenden Public-Cloud-Anbietern auseinandersetzen kann. Da kommt für mich der zweite Begriff, hybride Cloud-Technologie, hinzu. Wir haben es also nicht nur mit einer Public- und Private-Cloud-Kombination zu tun, sondern wir haben es auch damit zu tun, dass wir uns auseinandersetzen müssen mit alten Systemen bei uns und mit neuen Systemen. Und diese Teile, und das ist dann die wesentlich spannendere Frage aus meiner Sicht, ist, wie adressieren wir diese Dinge und wo ist dann der Mehrwert? Ich glaube, über den entsprechenden Vorteil von Open Source haben wir viel gehört. Der entsprechende Paper ist ja eben auch angesprochen worden von Herrn Böken. Das ist ein sehr umfangreiches Teil, da brauchen wir, glaube ich, im Großen und Ganzen nicht drauf eingehen. Aber der wesentliche Ansatz aus meiner Sicht heraus, warum eine offene hybride Cloud eine Lösungsmöglichkeit sein kann, um diese Dinge anzusprechen oder zu adressieren, die wir hier gerade hören oder mit denen wir uns beschäftigen, ist eben die Tatsache, dass wir damit uns in die Lage versetzen, Dinge, die wir heute betreiben, ja, ich sag's mal so, nicht revolutionär, sondern evolutionär weiterentwickeln zu können und dann auch entsprechend betreiben zu können und migrieren zu können. Und das nicht nur bei uns im Rechenzentrum, sondern auch dann, wenn wir wieder mehr Vertrauen haben in die öffentlichen Anbieter, diese dann auch dorthin transferieren zu können. Und damit beziehen wir eben aus einer offenen Architektur, die sich zum Beispiel an der OpenStack-Standarddefinition orientiert, die Möglichkeit, dass wir damit mit Hilfe der entsprechenden Manager dieser Systeme die entsprechenden Mehrwerte generieren können oder auch das Vertrauen wieder generieren können, um langfristig dann ja stabil Dinge betreiben zu können. Das ist sozusagen der wesentliche Aspekt dabei. Man kann das in vielen technischen Aspekten abdecken. Man kann da sehr viel mehr vielleicht auch noch in die Details gehen, aber der wesentliche Vorteil einer offenen hybriden Cloud aus unserer Sicht ist, dass wir eben zum einen die Möglichkeit haben, Bestehendes mit Neuem zu kombinieren, Bestehendes mit oder Internes mit Externem zu kombinieren und das eben zu Definitionen oder mit Werkzeugen, die uns so genehm sind, dass wir ihnen vertrauen. Und da ist natürlich der Open-Source-Ansatz derjenige, den wir tatsächlich forcieren und nutzen wollen. Da bietet Red Hat, und dann kommen doch ein paar Punkte wieder hinzu, wie wir eben gesehen haben, und dann gehe ich nochmal ein bisschen zurück, in den unterschiedlichsten Ebenen dieser entsprechenden Plattformen natürlich Lösungsmöglichkeiten für die einzelnen Bereiche. Wenn wir uns mit der Infrastruktur angucken kommen, da haben wir von uns aus die sogenannte Red Hat Cloud Infrastruktur, die man als Lösungsportfolio dafür hinzuziehen kann. Wenn wir uns dann ein Stückchen weiter bewegen wollen auf die Plattform as a Service Lösung, dann haben wir aus unserer Sicht das OpenShift. Ja, wir nennen es Produkt, die OpenShift-Lösung, die man dafür nutzen kann, die schon seit Jahren verfügbar ist und genutzt wird, um entsprechende Anwendungsszenarien in einer Open-Source-Umgebung mit basierend auf JBoss und Konsorten aufbauen zu können. Und dann für uns der wichtige Teil des Management der entsprechenden Lösungen, das jetzt hier dann in dieser Form nicht auf den entsprechenden Folien auftaucht, dass wir durch eine Akquisition zu uns gebracht haben mit der Firma ManageIQ im letzten Jahr, was wir umbenannt haben in CloudForms, was dann als Open Source Manager der Management-Systeme genutzt werden kann, um mit diesem Werkzeug dann basierend entsprechende
hybride und offene Szenarien, Cloud-Management-Systeme aufbauen zu können. Ich bin mal relativ schnell jetzt hier durchgegangen, damit wir die Zeit haben und die Möglichkeit haben, auch noch ein paar mehr Fragen dazu zu beantworten. Gibt es denn in dem Kontext jetzt Fragen dazu, was eine Open Hybrid, also eine offene hybride Cloud sein kann und wie man mit Nutzung oder mit einem Weg hin zu einer offenen hybriden Cloud tatsächlich dann Mehrwert und Wettbewerbsvorteile generieren kann?